Eines Morgens trat ein junger, knabenhafter Mann bei einem Buchhändler ein und bat, dass man ihn dem Prinzipal vorstellen möge. Man tat, was er wünschte. Der Buchhändler, ein alter Mann von sehr ehrwürdigem Aussehen, sah den etwas schüchtern vor ihm Stehenden scharf an und forderte ihn auf, zu sprechen. »Ich will Buchhändler werden«, sagte der jugendliche Anfänger. »Ich habe Sehnsucht danach und ich weiß nicht, was mich davon abhalten könnte, mein Vorhaben ins Werk zu setzen. Unter dem Buchhandel stelle ich mir von jeher etwas Entzückendes vor und ich verstehe nicht, warum ich immer noch außerhalb dieses Lieblichen und Schönen schmachten muss. Sehen Sie, mein Herr, ich komme mir so, wie ich jetzt vor Ihnen dastehe, außerordentlich dazu geeignet vor, Bücher aus Ihrem Laden zu verkaufen, so viele, als Sie nur wünschen können, zu verkaufen.« Das ist der Text aus dem Robert Walser im Buch Geschwister Tanner. Ich habe vor vielen Jahren Tanner gelesen und jetzt da in Biel und auf dem Weg im Zug lese ich es wieder. Mein Weg zu Walser und zu Büchern ist eigentlich schon ein bisschen, ich bin auf dem Land aufgewachsen, auf einem Bauernhof, wo man keine Bücher hatte. Bibel, John F. Kennedy, der Bildband, erinnere ich mich. Reader's Digest, die Verhunzung von der Literatur, wo man einen Text auf einen Zettel abkürzt. Das haben wir gehabt. Und als ich in der 6. Klasse war, war ein Lehrer, ein Junge bei uns gewesen. Ich war krank gewesen und dann hat er mir ein Buch eingebracht. Das ist vom Jack London, Wolfsblut. Und das ist dann mein erstes Buch, wo so etwas anderes war, wie das, was ich bisher so gekannt habe. Ich habe dann nach der Schule Lehre angefangen als kaufmännischer Angestellter. Einfach weil ich nichts gewusst habe. Das, was jetzt kommt, ist kein Scherz, das ist so. Der Berufsberater hat als Abschlussfrage hat er gesagt, dass er sei sich noch nicht sicher und hat er gesagt, willst du lieber an einer alten Frau über die Straße helfen oder willst du lieber ein Loch graben? Dann habe ich natürlich gesagt, die alte Frau über die Straße helfen. Er hat gesagt, du bist ein richtiger kaufmännischer Angestellter, du musst KV machen. Schau da, ich habe dir eine Adresse, das ist in Gladbruck. Das Gemeindebüro, dort kannst du gerade anfangen. Ich weiss, dass die dort einen suchen. Das habe ich dann gemacht und bin glücklicherweise im Steuerbüro gelandet. Sonst hätte ich vielleicht die Lehre noch länger durchgezogen. Nach 3 Monaten aufgehört. Eine Frau, die dort geschafft hat, ein paar Jahre älter, die hat gesagt, du müsstest Buchhändler werden. Das würde passen. Und ich habe gesagt, was ist das Buchhändler? Was hat sie mir erklärt. Dann bin ich auf Zürich, 3 Buchhandlungen. Bin dann am Schluss beim Otto Brückelt gelandet. Das war ein Deutscher, ein Mann, der immer einen weißen Mantel hatte, Prisagos im Täschli. Und der hat mir gesagt, ja Meierle, haben Sie sich das richtig überlegt? Buchhändler werden nicht reich. Kulturträger sind arme Kogo oder irgendwie so. Und ich wollte aber das machen und habe dann 3/4 Jahr bei ihm geschafft für einen kleinen Lohn, aber einfach verschiedene Zeugs gemacht und dann die Lehre angefangen. Meine Eltern übrigens haben sich nicht gewundert, dass ich nicht mehr im Steuerbüro arbeiten wollte. Ich habe irgendeine riesen Lampen erwartet, nichts. Ich bin dann auf Zürich gezogen. Und als ich dann die Lehre angefangen habe, ist für mich natürlich eine Welt aufgegangen, die man sich fast nicht vorstellen kann. Wenn du nie Bücher gehabt hast, also Betonung auf Plural, oder? Wo du hast auslesen können. Und plötzlich stehst du in einer Buchhandlung, wo es politische Bücher, erotische Bücher, Wissenschaft, alles Mögliche hat. Das war ein Wahnsinn gewesen. Und wir haben dort in der Buchhändlerschule auch Walser gelesen. Ich erinnere mich nicht mehr genau, was wir alles gelesen haben. Jetzt habe ich wieder mit den Geschwister Tanner angefangen. Und dann höre ich da, dass
in Biel jetzt Thomas Hirschhorn mit seinen Leuten die Skulptur hat. Dann bin ich da runtergekommen. Ja, und dann so ein bisschen im Spund da vorne gefragt, wie läuft das, wie ist das organisiert? Und dann sagt Gabriela, ja, es ist gerade eine junge Frau ausgestiegen im Buchladen. Und ich auf Buchhandlung, wieder gleich wie mein Brückel, nur ein bisschen selbstbewusster wie in den 70er Jahren. Ja, okay, ja, das kannst du, ja, lässig und so. Und dann zum Thomas, zum Hirschhorn, gesagt, du, ich würde gerne in der Buchhandlung. Dann hat er gesagt, ja, super, mach das, kannst übermorgen anfangen. Und jetzt bin ich da und ja, und habe eine riesen Freude an dem, was da läuft. Das ist etwas, was viel grösser ist als das, was ich in Zürich mit Freundinnen und Freunden mal gemacht habe, im 88. Platzspitz-Weihnacht, wo wir am Platzspitz ein Zelt aufgestellt haben. Die Idee, dass die normalen Menschen und Junkies zusammenkommen, das ist voll gelaufen so. Die Frauen haben die Pullover gebracht und selber gelismet und die wollten es dann auf den Gabentisch legen und wir haben dann gesagt, nein, du Mike, komm mal da, die Frau hat glaube etwas für dich. Und dann sind die abgesessen, haben Tee getrunken und ja, viel, viel kleiner halt nur das Zelt, aber jetzt erlebe ich das da und ich weiss, und das ist die grosse Trauer auch, ich weiss, das ist das letzte Mal. Das gibt es nicht nochmal. Also wir müssten alle den Thomas schlecht kennen, wenn er jetzt sagt, ja, er macht so etwas Ähnliches einmal noch in Bülach oder in St. Gallen gehen. Nein, das gibt es nicht nochmal. Das war es jetzt einfach gewesen, Freunde, Freundinnen. man muss unbedingt nicht kommen. Weil es ist wirklich schöner als dass man sich das vorstellen kann. Gerade das mit Begegnungen. Und ich habe so einen lässigen Job in der Buchhandlung, wo Leute kommen, die also nichts kennen. Und man kann ihnen Bücher empfehlen. Und nebenan ist das Zentrum Robert Walser in Bern, wo die Fachleute sind, Männer, Frauen, die alles wissen. Ich habe noch nie so eine super Situation gehabt, dass ich arbeiten konnte. Und immer wenn ich etwas nicht weiss, kann ich sagen, ich weiss es nicht. Wir fragen da einen und super. Ja, das ist toll, die ganz verschiedenen Leute, die hierher kommen. Dass auch, ich habe jetzt schon mehrere Leute gefunden, die das ein rechtes Seich finden. Gerade heute Morgen mit einer Frau geredet, ja, verdammt Seich da. Dann ist sie aber gleich gekommen, hat sie Wunder genommen. Und dann ist sie, hat sie auch doch ein paar Leute getroffen, die ihr etwas erzählt haben. Und jetzt geht sie in ihren Literaturkreis, Frauenkreis, Literatur, und sagt, ja, sie sagt jetzt denen doch noch, ja, sie sollen da kommen. Also, das ist Walser. Und es gibt wirklich sehr viele gescheite Leute, die ganz natürlich lang geforscht haben. Mir fällt einfach etwas auf. Ich merke so, dass ich würde sagen, früher habe ich das nicht gemerkt, aber jetzt würde ich ein bisschen sagen, der Robert Walser hat einen grossen Anteil Weiblichkeit in der Art, wie er schreibt. Also nicht ein Standpunkt und dort ist ein Ziel und dort drauf losschreiben, sondern sich so ein bisschen antragen lassen und spüren, woher geht es, was macht es mit mir und so. Das, ja, liebe Frauen, ich weiss, Frauen können auch zielgerichtet schreiben, ja, liebe Mann, das ist alles okay, aber ich getraue mir jetzt gleich, das so zu sagen und ja, das ist das. Jetzt weiss ich natürlich nicht, wie ich aussehe auf dem Bild, wie der Jan Kamrat tut. Okay. Ist alles gut, sagt er. Okay. Du, Doris, das ist das Buch, das du gesucht hast. Ja. Nimmst du es? Okay, warte, ich tue das aufs Sofa. Ich bin da gerade. Okay. Ja, wir befinden uns ja im TV-Studio von der Robert Walser Skulptur vom Bahnhofplatz Biel.
So wie du mir vorher erzählt hast, hast du schon ein bisschen Erfahrung mit TV-Studios. Magst du da nochmal zurückblicken auf die Geschichte? Und schließlich haben wir links von mir zwei Vertreter von der Zürcher Jugendbewegung, Anna Müller und der Hans Müller. Ich freue mich, dass sie auch sich bereit erklärt haben, zu uns zu kommen. Super. Also was mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, die Leute, die dort, du sprichst Müller-Sendungen, oder, die mit Exi sind, sind natürlich die Leute, die hinter den Kameras und Licht und so, es relativ viel Technik rundherum gehabt. Damals sicher mehr wie jetzt. Und die sind uns natürlich wohl gesehen gewesen. Ich glaube, das kann man nach 40 Jahren sagen, jetzt fühlt sich niemand mehr wie da, also man ist willkommen von der Technik, von den Leuten, die es möglich machen, dass so etwas passiert. Und dort sind wir ja einfach eingeladen gewesen als Vertreter von der Jugendbewegung, zusammen mit der offiziellen Vertretung von der Stadt, Bertschi Polizeivorstand, Frick, Stadtrat Frick, was hat der gehabt? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, der war Polizeichef gsi. Emil Lieberherr, Soziales. Das sind unsere vis-à-vis gsi. Und wir haben die Einladung bekommen. Und als wir gehört haben, dass live ist, haben wir gefunden, hey, dann machen wir etwas. Weil im Gegensatz zu heute kannst ja du, heute kannst ja du irgendwie, jemand macht etwas Freches, oder? Wenn sich jetzt da würde, ich nicht, aber angenommen jemand anderes würde sich entblössen wollen, dann nachher kann man ja dann das versetzt, kann es rausschneiden, rausrühren und dann senden. Das hat man dort nicht können, man gewusst, man könnte das. Und das Einzige, was uns klar war, ist, wir gehen nicht dorthin gehen, damals hat das geheissen, über Inhalt reden. Also wir gehen nicht her und sagen, wir finden es so gemein von der Polizei, dass ihr so viel Tränengas und so viel Gummigeschoss und so. Wir haben gewusst, wir erzählen das, was man auf der Straße hört, was die Leute sagen, was in der Presse steht. Das sind alles Sachen, wo wir gekannt haben. Also die sind abrufbar gewesen. Und wir haben es vorher kurz also noch geübt. In verschiedenen Konstellationen und dann haben die Anwesenden, die Gruppe, die das vorbereitet hat, gefunden, ihr zwei, Hayat und ich, gehen an die Sendung. Aber ich möchte jetzt doch noch, es ist jetzt sehr lang von der Gegenseite geredet worden, aber ich muss da ein bisschen andocken, ich bin ein bisschen enttäuscht und möchte vielleicht doch schnell auf den Polizeieinsatz eingehen. Das ist eigentlich die Frage gewesen. Jetzt kommen wir also, wir müssen uns das nochmal vergegenwärtigen, das Flugblatt. Man erwartet, dass sehr viele militante Leute auf die Straße kommen und dann kommt die Polizei, gibt eine Minute lang denen die Möglichkeit noch zu gehen. Nachher gibt es einen Einsatz und jetzt müssen sie alle genau schauen, mit was für Sachen das können, mit solchen Gummipatronen. Das Einzige, was man zu denen kann sagen, sie sind 8 Gramm schwer geworden seit dem letzten Krawall. Aber mit solchen Gummipatronen kann man doch nicht so militante Leute wählen, die vertreten. In Irland haben, die sind etwa so lang, und so da kann man darüber reden, ob das sinnvolle Sache ist. Also wir haben das Wissen, wir haben unsere Erfahrungen können auf diese Art umsetzen, indem wir als rechtsradikale Bürger nicht angezogen genau das gesagt haben, was ganz viele Leute gedacht haben oder gesagt haben. Und das ist darum einfach ein riesen Erfolg geworden, weil damals hat es 3 Sender gegeben, es haben ganz viele Leute das gesehen. Es hat nie eine Sendung gegeben am Fernsehen, wo so viele Zuschriften gekommen sind. Und ich bin heute immer noch, wenn 16, 18-Jährige so etwas sehen und das lustig finden, finde ich super. Und ich weiss aber und ich sage das auch, wir zwei waren zwar da, wir zwei haben dann auch am meisten kassiert an Repression, aber es ist auch eine kollektive Aktion gewesen, wo einfach die Unterstützung von den Leuten, die mit uns das probt haben und wo uns so ein bisschen gecoacht haben,
es war nicht eine Zweieraktion, sondern etwas von der Bewegung. Und die Bewegung hat auch, nicht nur, aber die Bewegung hat ganz toll reagiert. Die haben das alles super gefunden. Ich habe mal einen, der mit so Drogen zu tun hat, hat mir gesagt, zwei Tage später, ja, ich hätte schon noch ein bisschen mehr über Drogen und so sagen. Und sage, ja, okay, stimmt. Also, man hätte noch vieles können, aber das, was wir gebracht haben, ich glaube, das ist wirklich das ist gut gekommen. Und das ist, ja, das gibt es so nicht mehr. Es gibt keine so Fernsehsituationen mehr, oder? Aber damals war es möglich gewesen. Ich finde es eigentlich fast harmlos. Also ich wäre dafür, dass man zu Napalm greifen würde das nächste Mal. Ich bin auch noch nicht ganz fertig. Einfach etwas noch. Bei allem Lustigen und so muss einfach wissen, dass Hayat, eine Frau mit Schweizer Pass, irakischen Wurzeln, die ist also zwei Tage später, einen Tag später, haben sie unsere vollen Namen im Blick veröffentlicht. Sie hat ganz schlimme Briefe bekommen. Sie hat, man hat ihre Wille, also es hat Leute gegeben, also Politiker, die gefunden haben, den Pass wegnehmen aus dem Land und so. Also es ist grauenhaft. Und es ist voll verständlich, wenn man weiss, wir schreiben das Jahr 1980 und dort eine Frau, die frech ist, sie war frecher als ich. Wir haben uns gut ergänzt und eine Frau, die frech ist, zu dieser Zeit und dann noch mit ausländischen Wurzeln schlechte Karten. Sie ist dann im Blick nochmal dran gekommen, wegen irgendeinem Modeschmuck, den sie geklaut hat. Und dann ist auch noch mal gross ihr Name gekommen und so. Es war schlimm gewesen. Aber umso mehr ist es eine Freude, wenn auch heutige Menschen das noch gut finden.